Hallo, hier ist wieder euer Dieter und wir spielen heute XCOM Enemy Unknown. Und ich gucke mal, wie es auf der Weltkarte aussieht, weil ich habe ja nichts Besseres zu tun. Ich mache ja Super XCOM-Soldat, den Deutschland sucht, oder? Deutschland sucht den Super XCOM-Soldat. Ey, Dieter, was machst denn du hier? Geh weg, was soll denn das? Das ist mein Let's Play. Aber ich wollte auch mal ein Let's Play machen, Alter. Ja, jetzt verpiss dich zu deinem Supersoldaten XCOM, was auch immer du da in Deutschland schon wieder fabriziert hast. Na, ich gehe mal, wa? Aber ich komme wieder. Ah, oh, nee, ey, Dieter Bohlen, was soll denn das? Also Leute, wir sind hier bei XCOM Enemy Unknown mit O'Comic und ich hoffe, der Dieter, der kommt nicht wieder. Das ist ja schrecklich, die Stimme hier. So, was haben wir denn noch zu tun? Leichtes Plasmagewehr. Werden wir vor dem Angriff auf die Alienbasis auf jeden Fall noch erforschen und dann kann's losgehen. So, und dann schauen wir doch mal. Auch wenn wir Tag für Tag unser Verständnis der erbeuteten außerirdischen Plasmawaffe verbessern, ist die Adaption dieser Technologie nur ein Aspekt bei der Waffenentwicklung. Wir müssen auch sicherstellen, dass die Bewaffnung zu der gewohnten Körperhaltung der Schützen passt. Wenn eine Waffe nicht der menschlichen Ergonomie entspricht, werden die Soldaten sie auch nicht effektiv einsetzen können. Es stellte sich heraus, dass sich durch die Leichtbauweise die Treffergenauigkeit verbessert hat. Wir können diese leichten Plasmagewehre jetzt nicht nur herstellen, sondern auch erbeutete Exemplare für unsere Soldaten ummodeln. Okay, also der Text ist ziemlich hochgestochen immer geschrieben, finde ich, also sehr wissenschaftlich. Und am Ende schreiben sie ummodeln. Also ich weiß nicht, ob sich Wissenschaftler mit ummodeln da so ausdrücken würden. Ich glaube, sie wollten schreiben modifizieren. Naja, ist aber auch egal. Wir können nämlich jetzt nicht nur unsere eigenen Plasmagewehre bauen, sondern auch jede anpassen, die unsere Soldaten auf dem Schlachtfeld finden. Huhuhu. Na, dann lassen wir uns das nicht zweimal sagen und holen uns dann so ein paar Plasmagewehre. In der Zwischenzeit werden wir dann unsere Alienbasis raiden. Können wir ja mal noch den Schwerer verhören. Was uns hoffentlich auch weiterbringen wird in unserer wissenschaftlichen Forschung. Vielleicht können wir ja dann selber Anzüge bauen, die schweben oder irgend sowas. Aber der scheint recht aggressiv zu sein. Lass mich raus! Ich bin ein Alien, lass mich hier raus! Die neue Serie, Sendung von Sonja Ziclo und so. Also ein bisschen was von Sonja hat ja die Professor van Baalen auch. Wenn sie blond und hübsch wäre. So, dann auf zum Angriff auf den Alienstützpunkt. Das wollt ihr doch alle sehen. Darauf habt ihr gewartet. Ja, und Spitznamen für die Soldaten werden nach Abonnenten wieder mal vergeben. Wenn jemand abonniert, werde ich hier auf jeden Fall dann den Soldatenspitznamen in den jeweiligen Abonnentennamen umändern. Das Angebot gilt nach wie vor, nur solange der Vorrat reicht. Und zwar 6 Hammer auf jeden Fall. Und falls jemand jetzt auf diesem Einsatz sterben sollte, habt ihr eine gute Chance, noch reinzukommen. So, wir haben die Nanofaserweste, den Pulsbogen. Ja, vielleicht müssen wir jemanden betäuben. Ein Newton oder so wäre nicht schlecht. Medikit, Splittergranate, Scope und Medikit. Man kann nie genug Medikits auf einem Einsatz haben. Auf zum Skyranger! Ah, ich bin heute etwas aufgedreht. Das Frühstück der Champions Energy Drinks. Wisst ihr, wie das ist? Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Und wir beginnen den Angriff. Und das Dieser wird auch. Generalschlüssel sollte Ihnen Zutritt zum Alienlager verschaffen. Wir haben aber nur diesen einen Versuch. Den sollten wir nutzen. Mauel, das weiß ich doch. So, mit dem Generalschlüssel eindringen. Laut Analyse sind viele Gegner präsent. Gehen Sie mit größter Vorsicht vor. Sie können diesen Einsatz nicht abbrechen. Abwehr der Basis durchdringen, Invasionstruppen neutralisieren und den Stützpunktkommandeur gefangen nehmen. Na, sowas. Gut, dass wir den Pulsbogen mit haben. Und ich bin ja mal gespannt, wie dieser Kommandeur aussehen wird. Ein fieses, ekliges Alien.
Oder vielleicht ein kleines, niedliches, süßes Putschi. Naja, wir nehmen es gefangen und halten es dann in unserer Quarantänestation fest. Und werden es verhören ohne Gnade. Fäuste zusammenschlag. Igitt. Gott allein weiß, was sie mit diesen Leuten anstellen. Noch ein Grund mehr, sie in die Hölle zu schicken. Los jetzt. Also je länger ich sehe, wo wir uns befinden... Bisher haben wir keinen Sichtkontakt zum Feind. Das ist aber kein Grund, die Füße hochzulegen. Wir rechnen mit erbittertem Widerstand. Wahrscheinlich rücken die Aliens gerade vor. Also je länger ich mir das hier angucke, wo wir sind und wie das aussieht, das ist ja total eklig, glaube ich nicht, dass wir auf ein kleines, süßes Alien treffen werden, sondern eher auf was Großes, Hässliches. So, ich würde sagen, die erste geht schon mal rechts, denn das Alienschiff ist ja relativ groß. Müssen wir uns ein wenig aufteilen, wahrscheinlich nach rechts und links. Wir müssen natürlich auch sehen, dass unser Trupp einigermaßen gleich stark ist. So, stürmen schon mal etwas vor. Mit dem Sturm, der Sturmtruppler. Ja, wir kennen jetzt den Ort, an dem sie die Entführten verschleppen. Was sie damit bezwecken, wissen wir aber immer noch nicht. Ja, das werden wir wahrscheinlich auch nicht so schnell herausfinden, es sei denn, du forschst ein wenig herum, kleine Maus. Hier drüben ist was. Bah, Schweber. Was machen sie denn? Schweben weg. So, den Scharfschützen etwas weiter hinten positionieren, dass er einen guten Blick übers Schlachtfeld bekommt und auch alle Aliens, die sich nähern, abschießen können. Und einmal Feldposten haben wir auch noch übrig. Und ein Schweber schwebt schon mal weit weg. Wo ist er denn? Hinter uns! Die Schweine. Ui! Verdammt, die Versorgungseinheit steht unter Beschuss. Aber dafür werde ich mich rächen. Blöder Schweber. Jawohl. Perfekt. So, und er sieht auch noch einen dort hinten. Der Herr Petersen, unser Scharfschütze, könnte ihn jetzt natürlich grillen. Aber es wäre natürlich auch praktisch, wenn wir einfach einen von den anderen mal drauf schießen lassen. Wir wollen ja, dass alle relativ gleich hoch befördert werden. So, und dann können wir schon wieder ein Stück vor. Und sehen schon wieder zwei unsere kleinen Freunde. Was haben wir denn für eine Trefferchance? 55? Nee, dann mache ich lieber Feldposten. Aber er könnte ja vielleicht... Oh, 95. Na, das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. X-ray neutralisiert. So, der andere sieht uns ja noch nicht. Muss ich also bewegen, läuft dann in den Feldposten hoffentlich rein. Und hier scheint der Weg frei zu sein. Deswegen pirschen wir uns auch ein wenig weiter vor. Ein Feldposten kann nicht schaden. Lieber einer zu viel als zu wenig. Wo schießt er denn hin? Ah, verflucht! Und der schwebt jetzt hier. Beziehungsweise ist jetzt. Hat sich verschwebt, hat die Fliege gemacht. 55. Wir könnten ihn ja mit Holo-Zielen einfach mal anschießen und treffen sogar bei 55. Da hat doch jemand heimlich einen Daumen hoch gedrückt. Vielen Dank dafür. Und dann ziehen wir mal die anderen etwas nach. Ich denke mal, die zwei werden es doch jetzt gewesen sein. Die Trupps sind ja meistens nicht stärker gewesen als 4 bisher.
gut, dass die Scharfschützen so weit laufen können. Und hier nähern wir uns schon Richtung einer geschlossenen Tür, wo wir wahrscheinlich auch nicht wirklich wissen möchten, was sich dahinter befindet. Aber wir werden es trotzdem herausfinden müssen. Denn das ist unser Auftrag. Und was ist euer Beruf? Au, au, au. Nein, was ist euer Handwerk, hat er damals gesagt. Um 300 nochmal richtig korrekt zu zitieren für alle die sich jetzt schon aufgeregt haben. Nicht aufregen, kriegt man nur Herzinfarkte davon. So, der Scharfschütze kann ruhig, wenn er schon so weit laufen kann, auch relativ weit vorlaufen. Wir sehen sowieso gerade nichts durch diese Tür. Pirschen uns schon mal ran. Damit wir dann im nächsten Zug mal gucken können, was sich hinter diesem Tor verbirgt. Lauf, kleiner Soldat, lauf! Ach, wir gucken jetzt schon mal. Kann ja nichts Schlimmes passieren. Okay. Falls jemand um die Ecke kommt, haben wir auf jeden Fall einen Feldposten zweimal eingerichtet. Sollte dann derjenige auch dran glauben, der da rumkommt. Okay. Hört ihr das? Das hört sich weniger gut an. Deswegen stellen wir uns auch mal an den Rahmen der Tür. Gucken mal, ob wir was sehen können. Also bis jetzt sieht anscheinend keiner was. Wie weit können wir denn noch? Ah, lieber ein bisschen mehr Deckung. Was lagern Sie nur in diesen Tanks? Ich glaube, dass wollen wir alle gar nicht wirklich wissen. Ich denke mal, irgendwelches tolles, leckeres Alien-Futter sowie Menschenhirne und Innereien oder so. Bah. So, haben wir zweimal Feldposten, kann ja nichts mehr schief gehen. Es hört sich an wie das Tippeln kleiner Füßchen. Und das ist meistens nie ein gutes Zeichen. Sehen wir denn von da oben irgendetwas, was uns beunruhigen könnte? Nein. Aber als Scharfschütze sollte er auf jeden Fall aus erhöhter Position schießen. Wir pirschen uns schon mal etwas näher heran. In der Hoffnung, nicht entdeckt zu werden. Und nicht auf Chrysaliden zu treffen. Denn die sind einfach eklig. Ein bisschen Feldposten schadet ja nie. Aber von da links. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Also von links. Von links kommen seltsame Geräusche. Ich bin eigentlich nicht wirklich erpicht drauf, das rauszufinden, was es ist. Aber wir müssen ja alle ausrotten. Deswegen bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, außer dorthin zu gehen. Und mal einen Blick zu riskieren. Meint in Sicht. Ach nö. Chrysaliden. Mami, ich will nicht mehr. Ja, ich hab's schon verstanden. Ich hab was gehört. Ja, du brauchst nichts zu hören, ich hab sie gesehen. Er sieht aber auch keinen mehr, das heißt, sie haben sich zurückgezogen. Und das ist natürlich die Frage, mit drei Mann
Kann ich dann die Chrysaliden ausschalten? Oder ziehe ich die anderen jetzt auch noch hier rum? Nochmal. Ja, wir wissen ja, dass in dem Gang da nichts ist. Falls dort irgendwelche Chrysaliden rumkommen, haben wir auf jeden Fall zwei auf Feldposten, die sie ein bisschen beschäftigen können. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. So, und einen können wir ja dort lang schicken. Was machen die denn? Die pirschen sich an. Boah. Schuss hat nicht gesessen. Naja, immerhin. Nicht schlecht getroffen, würde ich mal sagen. Er sieht nur den einen, oder? Er sieht zwei. Und wir müssten mal noch den anderen hier unten ausschalten. Das ist relativ schlecht. 82, den machen wir auch noch weg. So, jetzt haben wir schon mal einen weniger. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt gleich noch einen zweiten weniger haben. Ich glaube, die kann man auch nicht betäuben. Und hier unten gehen wir nochmal auf Feldposten, falls nochmal einer um die Ecke kommt. Er kann sowieso sich so wenig bewegen, kann sich ja hier schon mal so ein bisschen ranpirschen und auf Feldposten gehen, in der Hoffnung. Jawohl, Feldposten! Und getroffen. Verdammt! Auch alle beide, aber nur einer getroffen. Jetzt steht er natürlich auch noch direkt vor uns. Meine Waffe ist leer. Bin wieder da. Aber dafür hat er ja noch freies Schussfeld, 100%. Weg die Runde. Und verabschiedet sich. Und ich hoffe, es waren auch nur drei. Ja, unser Scharfschütze kann ja hier oben erstmal so ein bisschen auf Feldposten bleiben. Das ist immer ganz gut. Und in der Zwischenzeit bewegen wir uns wieder mit unseren anderen Leuten nach dort. Eklige Chrysaliden. Wie ich sie hasse. Hasst sie mit mir mit. So, in der Hoffnung, dass jetzt hier nicht wirklich Gottes Namen machen die da? Ich wollte es nicht glauben. Aber offensichtlich führten die Aliens Experimente an den Entführten durch. Was haben sie damit nur bezweckt? Vielleicht ist es auch nur Teil einer Meinungsumfrage. Wie finden Sie Aliens, die ihren Planeten verbessern wollen mit ihrer Technologie und sie trotzdem gerne versklaven würden? Zum Beispiel sowas in der Art. Kreuzen sie an? Finde ich duft. Oder auch nicht. Also man hört auch wieder einige Geräusche. Und wir können gleich direkt hier runter sogar. Wie die sich immer hier in die Gefahrenzonen direkt reinmanövrieren können, ohne zu sterben, einfach mal den Balkon runterspringen. Also wenn ich das könnte im wahren Leben, so ein bisschen Parkour. Er kann ja in der Zwischenzeit ein bisschen nachladen, er hat sowieso nicht mehr allzu viel. Scharfschütze sieht hier momentan nichts, lädt auch erstmal nach. Dann haben wir wenigstens immer geladene Waffen. Kann uns nichts passieren. Feldposten. Ja, momentan haben wir ja keine andere Wahl, außer die Soldaten so ein bisschen zusammen hocken zu lassen. Und wir sehen glücklicherweise nichts. Ich hoffe, das bleibt auch so. Thank you.
Wohin genau? Pirschen wir uns doch erstmal so ein bisschen an den Säulen entlang. Huch. Sepp. Ein Scharfschützen, der ist mir immer noch ganz lieb, wenn er da oben ein bisschen rumscharfschützt. Mit Getöse. Noch mehr, nein. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Was war das für ein Geräusch? Auch noch so viele, wie ich sie hasse. Und ich hasse sie wirklich. Und ich wünsche mir, dass sie alle ausgerottet werden. So, und das Schöne ist ja, wir haben ja die Fähigkeit jetzt von unserem Scharfschützen, dass er zweimal schießen kann. Und einmal auf jeden Fall immer mit Crit. Und dann nimmt er gleich ein mit. Und das reimt sich. Der Wahnsinn. Und jetzt haben wir ja noch einen Schuss frei. Und dann verletzen wir gleich noch den zweiten. Den zweiten. Der auch der dritte war. 79%, ich hoffe, das schafft die Emma. Ansonsten ist halt die Frage, pirsche ich mich da noch ein bisschen näher ran? Oder lasse ich erstmal hier unsere Frau Aoki den Vortritt, dass sie mal guckt, ob sie von dort aus trifft besser? Man hätte ja auch noch den Sturm und Schuss die Möglichkeit. Aber die Frau Aoki ist keine Bedrohung mehr. Ist keine Bedrohung mehr, sagt sie so locker vom Hocker. Aber so selbstverständlich war das jetzt nicht. Mein Gott. Die Frau Jensen könnte man dann ein bisschen nachladen. Die hat ja auch diese Fähigkeit mit dem Doppelschuss. Bevor wir dann wieder ohne Munition dastehen. Wir pirschen uns trotzdem weiterhin langsam an. Ich weiß, der Kelly ist verwundet, aber den würde ich dann nachher in der Gefahrensituation lieber heilen als jetzt. Unser Petersen, der kommt tatsächlich bis dorthin. Das machen wir doch. Dann hat er als Scharfschütze schon mal wieder eine ganz gute Position über das Schlachtfeld. Und da oben sind auch keine Chrysaliden mehr. Die können wir schon ein bisschen nachziehen dann. Aber bleiben trotzdem vorsichtig. So wie sich das gehört. Denn ich möchte nicht in einen Schwarm Mutons oder Chrysaliden laufen. Du bleibst mal lieber da, weil wenn ich jetzt noch einen vorsetze und Aliens entdecke, bin ich, glaube ich, am Arsch. Das möchte ich nicht. Was war das für ein Geräusch? Okay. Richtig vermutet, da hinten scheinen dann doch ein paar von den Alienviechern zu sein. Die schweren Einheiten können eh nicht so weit laufen. Feuer öffnen! Och nein, das Schiff ist ja voll mit diesen Viechern, wie eklig. Nimm sie weg. Bah. Wer denkt sich denn sowas aus? Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Ehrlich? Ich möchte es gar nicht wissen. In der Hoffnung. So, wenn ich jetzt alle auf Feldposten setze, ist natürlich die Frage, nehmen sie nur einen mit oder verteilen sie ihr Feuer auf mehrere? Und da ich kein Vertrauen... Mein Team würde das Ding bestimmt gerne in die Finger kriegen. Was ist das denn? So, eins hätten wir schon mal. Na toll, und der ballert natürlich noch auf das Gleiche nach. Deswegen sollte man vielleicht Feldposten am Ende der Runde lieber einsetzen. Ja, jetzt haben wir hier solche tollen Sonden. Und hier unten lauern wahrscheinlich die Chrysaliden auf uns. Dass ich mir jetzt nicht so wirklich sicher bin, mit wem ich da drauf schießen soll. Wir versuchen es einfach mal. Die Frau Aoki hatte sich ja vorhin so schön bewährt. Ist keine Bedrohung mehr. Hab keine Munition. Oh, das ist schlecht. Da ich weiß, dass da unten die Chrysaliden lauern,
setze ich mich mal auf Feldposten in der Hoffnung, dass wenn sie hochkommen, genau das passiert. Und wir schon mal einen ausgeschaltet haben. Draußen ist irgendwas. Bah, noch einer. Igitt. Die sind so eklig. Ah, und ich bin vergiftet natürlich. Und ziehen auch gleich noch 6 ab. Also, wenn das nicht Rache bedeutet. Mach ihn fertig. Der ist raus. Der ist raus. 91%? Nein, 97%! Also wenn das nichts ist, Leute. Daneben? Ziel verfehlt. Du willst mich doch wohl veralbern. Ja, das ist wahrscheinlich dann doch wieder ein Job für Mr. Pedersen. In den Rücken, denn ein schöner Alien-Rücken kann auch entzücken. Und hier müssen wir mal nachladen, sonst bringt uns das alles nicht. So, dann gucken wir gleich mal noch einen Blick nach unten, dass hier auch nicht wirklich noch mehr uns erwartet. Aber das sieht so aus, als wäre es momentan relativ ruhig. Und wenn es da unten ruhig ist, bin ich auch beruhigt. Ah, dieses Gift müssen wir gleich mal zur Heilung ansetzen dann. Frau Aoki, kümmern Sie sich darum. Nicht wiederbeleben. Wunden heilen. Wunder heilen. Die Wunder heilen. Ah, ich hoffe, dass nicht noch mehr von diesen ekligen Chrysaliden auftauchen, sonst kriege ich hier echt die Krise. Wie können in einem einzelnen Stützpunkt so viele eklige Viecher sein? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist das pervers. So, unsere schweren Einheiten, die unserem Scharfschützen auch ein ganz gutes Holozielen ermöglichen werden, schicke ich dann schon mal hier ein Stück vor. Die sind ja eh relativ langsam. Und ich sehe auch, da gibt es nur eine Tür, durch die wir durch können. Bin auch schon gespannt, was dahinter ist. Ich hoffe, dass da nicht noch mehr Chrysaliden auf uns warten. Und er kann sich mal eine Runde selber heilen. So, der Scharfschütze natürlich am besten wie immer auf einer etwas besseren Position von oben, falls dann doch noch was uns durch die Tür entgegenspringt. Und unsere Sturmeinheit wie immer ganz vorne dran, kann jetzt auch richtig weit stürmen durch ihre etwas leichtere Rüstung, die sie da anhat. Muss aber auch mal nachladen langsam, glaube ich. Wie immer, Vorsicht ist die Mutter der Alien-Porzellankiste. Ja, nämlich auch schon etwas angeschlagen. Müssen hier nachladen. Spotten wir mal etwas runter schon. So langsam ziehen wir die Kreise enger, in Hoffnung, dass wir bald den Alien-Kommandanten überwältigen können. Er hat auch nicht mehr viel Munition, auch mal langsam nachladen. Und unser Scharfschütze ist auch out of ammunition. Was mir nicht sehr gefällt, denn da wir ihn nicht auf Feldposten setzen können, kann er uns ja leider nicht sehr hilfreich sein. Aber wir positionieren uns auf jeden Fall schon mal ganz gut hier an der Tür. X-Rays gesichtet. Ah, nur ein paar dünne Männer. Aber wieso sehe ich die von hier aus? Mein Scharfschütze kann die nicht sehen, oder? Wieso sehe ich die von dort? Durch die Tür durch? Das ist schon seltsam.
Ja, zieh mir ihn mal weiter vor, wenn er hier nicht durchgucken kann. Vielleicht kann er von dort dann besser sehen. So, unsere Emma sieht einen dünnen Mann. Der Garcia kann eh nichts mehr machen. Das ist schlecht. Der Gaza, der Kong, der kann hier nur sporten oder sich dahinter stellen. Naja, er müsste sowieso mal nachladen. Also ihr seht schon, man muss schon relativ oft viel nachladen in so einem Alien-Stützpunkt. Es scheint sehr alienverseucht zu sein. Was hätte man da auch anderes erwarten können? Ja, wenigstens schon mal ein unschädlich gemacht, nicht, dass man nochmal... was wollte ich sagen? Ach ja, dass wir nicht nochmal vergiftet werden, eventuell. Jetzt müssen wir natürlich das, was ich eigentlich vermeiden wollte, alle durch eine Tür durch. Sie treten den Rückzug an! Aha. Hat er jetzt Befehle empfangen von seinem Chef? Das gibt Rache. Schieß zurück! Ich habe ihn weggefickt. Ja, Rache ist die beste Medizin. Oder so. Ja, laufen wir doch erstmal hier rein und gucken mal. Und wir sehen, dass wir nichts sehen, aber es geht hier schon wieder so, ja, so lang, was mich etwas beunruhigt, dass hier so viele Gänge sind. Okay, aber sie ist erstmal in Deckung, das beruhigt mich dann doch schon wieder ein klein wenig. Haltet euch ja von diesem Gift fern. Was machen die Aliens also zum Zeitvertreib? Immerhin spielen sie keine Computerspiele. Wer weiß, vielleicht ist das eins. Und was soll das heißen? Computerspiele. Du bist ja selber in einem Computerspiel. Ironie. So, nach und nach rücken wir alle nach. Unser Scharfschützen, weiß ich schon, werde ich wieder da oben positionieren. Dann kann ich allzu weit laufen, das sehe ich hier schon. Aber ich kann mich immer noch dort in Sicherheit bringen. Oh, und jetzt ist es weggegangen. Das Spielzeug der Aliens. Falls das überhaupt ein Spielzeug ist. Und was ist das denn hier eigentlich? Ist das da eine Kommandobrücke unten? Und wir haben die Möglichkeit, hier über links und rechts zu gehen. Also aus taktischen Gründen bin ich eigentlich dafür, dann wieder hier links und rechts entlang zu gehen. Hui, lustig. Das ist ja toll. Hat er sich sozusagen da hochgebeamt, ne? Wo kommt er hin? Nirgendwo so richtig. Unsere andere Versorgungseinheit. Spurten wir mal und erkunden noch ein bisschen die Karte. Und wir sehen nichts, aber es muss hier noch ein ekliges Alien geben. Oder mehrere, die wir jetzt noch nicht gefunden haben. Und ich will mich auch noch nicht wieder so weit vorpirschen, weil ich ja nicht weiß, wo es da hinten eventuell noch lang gehen könnte. Deswegen reicht es, glaube ich, aus. Nein, nicht sporten. Du sollst nur einfach ganz normal dorthin gehen. Ist ja auch die Frage, wenn wir jetzt unseren Scharfschützen dann hier oben positionieren, kommt er nachher wieder nicht hier runter, falls wir da runter müssen.
Ach, die Qual der Wahl. Die Qual der Wahl. Ach, und hier hinten steht ja auch noch jemand. Wo kann sie denn noch hin? Die kann zwar relativ weit, aber nichts, wo es uns wirklich nützen würde. Naja, komm erstmal hinterher, Mädel. Dann reden wir über deine Aufgabe. Oh, und schon gerade durch. So kleine Analsonden fliegen hier rum. Was habe ich gesagt? Drohne zerstört. Ja, das ist auch ratsam. Drohnen sind das also. Von hier aus sehe ich nur eine, 62%. Wir versuchen es einfach mal, dürfte ja kein Problem sein, diese kleine Drohne zu holen. Aber von hier oben habe ich halt was gehört und jetzt will ich nicht den einen alleine da rumziehen lassen. Vielleicht ist es auch von einer Etage weiter unten gekommen, das weiß man ja nicht so genau. Mal Feldposten einrichten hier und als Scharfschütze hat er von hier ja eine ganz gute Übersicht. Deckung gehen, weil die Pistole, die er jetzt hat, nützt uns ja eh nichts. Und wir können uns nicht so wirklich in Deckung bringen. Also wir könnten schon, aber dann geben wir hier oben unsere schöne Deckung auf. Ach Mensch, mach mal erstmal eine Runde aussetzen und entspannen. Hui! Die Toilette funktioniert hier andersrum. Man wird hochgespült. Ich bin dann doch etwas vorsichtig. Ah, da kommen schon wieder so ein paar eklige, dünne Männer an. Die können ja auch so hoch springen. Kannst dich treffen, oder was? Feind lebt noch. Feind lebt noch. Ja, das habe ich mitgekriegt. Und jetzt ist er natürlich auch da oben. Eher kontraproduktiv auf der gleichen Ebene wie wir. Und nur 62% Trefferwahrscheinlichkeit. Können wir denn nicht noch ein bisschen näher ran? Da müssen wir spurten. Und warum sehe ich jetzt hier eigentlich nur so? Bin ich jetzt hier unterm Dach, oder? Ist das ein Grafikbug? Ja, Petersen sieht auf jeden Fall alle beide. Und hat bei beiden 75% Trefferwahrscheinlichkeit. Aber wieso sollte eigentlich er immer nur den ganzen Spaß haben? Gaza müsste mal langsam nachladen. Oder Garcia, meine ich. Tja, daneben, aber dafür unsere Trefferwahrscheinlichkeit erhöht auf 62. Und das war's. Kill bestätigt. Wir wollen ja auch, dass die anderen mal befördert werden und nicht immer nur der Scharfschütze. Tippel, tippel, tippel. Tippel, tippel, tippel. 72%. Mein Kalt. Kill bestätigt. So, jetzt haben wir hier natürlich alles voller Gift. Auch nicht unbedingt so tolles. Und da hinten sehe ich schon, scheint ein Leuchtfeuer oder irgend sowas zu sein. Ein bengalisches Alien-Leuchtfeuer. Anscheinend müssen wir dahin. Waffe ist entsichert. Es sieht beinahe wie eine größere Version des Sektoids aus. Aber nur beinahe. Was ist das? Was ist das für eine Energie? Wir sollten vorsichtig sein. Denken Sie daran, was bei unserer letzten Begegnung mit diesem Alien passiert ist. Was denn? Ich weiß von nichts. Tja, und das scheint ja der Kommandant zu sein. Und den sollen wir ja eigentlich erwischen. Und dann versuchen wir mal, unsere Jensen so nah wie möglich ranzukriegen, dass sie ihn betäuben kann. Und es ist natürlich schade, dass keine Mutons bisher aufgetaucht sind, weil ich doch so gern eins betäuben wollte. Und da jumpt sie rum. Ja, die Frage ist jetzt, ich habe zwar eine schöne Trefferchance,
Aber stirbt er jetzt, wenn ich ihn damit treffe? Schalte ich ihn jetzt aus oder nehme ich ihm nur ein bisschen Energie weg? Ach, die Qual der Wahl. Toter Kommandant, lebender Kommandant. Schaffe ich es, ihn so zu betäuben mit so viel Leben? Das ist ja auch schon wieder die andere Frage. Ach, was soll's. Hui! Und ist noch genau einer übrig geblieben. Das ist aber nett. Oh! Anscheinend wendet sich das Blatt endlich zu unseren Gunsten. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Gerät haben die ihnen eines ihrer letzten Geheimnisse entrissen. Wir müssen so schnell wie möglich mit den Untersuchungen beginnen. Jetzt, wo wir ihnen dieses Gerät abgenommen haben, sollten wir uns auf eine aggressivere Vorgehensweise der Aliens einstellen. Ich bezweifle, dass sie über diesen Verlust begeistert sind. Tja, das war jetzt nicht beabsichtigt. Ich habe aus Versehen auf OK gedrückt, weil ich dachte, ich gehe jetzt in Deckung. Aber dann, stattdessen habe ich natürlich den Kommandanten zerstört. Naja, vielleicht kriegen wir ja noch einen neuen Alien-Stützpunkt irgendwann mal und können dann den Kommandanten da verhören. Wir werden sehen. Auf dem Weg nach Hause, ein paar Schnittchen essen und glücklicherweise ist auch keiner gestorben. Central, hier Big Sky, der Tank ist voll und die Kinder sind angeschnallt. Over. Verstanden, Voodoo 3-1. Wir sehen uns. Central out. Alles in Ordnung, Doktor? Finden Sie nicht, für eine Siegesfeier ist es noch ein bisschen zu früh? Wir haben gerade deren Befehlszentrale neutralisiert. Auf dem ganzen System gibt es keinen weiteren Alarm. Und wir haben ihren Anführer erwischt. In meinen Augen ist das ein Sieg, Doktor. Fremde Menschen fallen sich in die Arme, selbst der Commander oder der Typi-Typ, der umarmt bzw. gratuliert den anderen. Doch Frau Wahlen ist noch nicht ganz so begeistert. Commander, ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, die versteht, dass dieser Krieg noch nicht zu Ende ist. Die Existenz dieses Artefakts, von dem wir annehmen, dass es sich um ein Kommunikationsmittel handelt, wirft die Frage auf, ob der Sektoid-Anführer der Kommandant der Aliens war und mit wem oder was er kommuniziert hat. Ich glaube, dass es sich tatsächlich um dieselbe Kreatur wie bei unserer ersten Alien-Begegnung handelt. Wie wir beobachtet haben, ist es irgendwie in der Lage, seine Gedanken als Waffe einzusetzen. Wenn wir das Hirngewebe dieser Kreatur untersuchen, können wir diese Fähigkeit vielleicht auch für unsere Zwecke nutzen? Verfolge das Hyperwellensignal. Ja, nur die Frau Wahlen freut sich natürlich nicht so, aber jetzt hat sie ja was Neues zum Untersuchen. Da wird sie auch uns in die Arme fallen, glaube ich. Und wir können noch ein paar Leute befördern, bevor diese Folge leider zu Ende geht. Und wir schauen mal, denn es ist noch nicht zu Ende, das Spiel. Wir machen natürlich weiter, bis wir alle Aliens ausgerottet haben. Oh, neue Ausbildung. Tiefe Taschen. Na dann was steckt er sich denn in die Taschen? Ein weiteres freies Fach im Gepäck. Na, das kann man immer gebrauchen. Sehr schön. Hat auch tiefe Taschen, weil es ja auch eine Versorgungseinheit ist. Wir können hier leider nichts aussuchen, aber naja. Und der Herr Kong, der ist auch befördert worden. Und jetzt können wir uns was aussuchen. Zwei Granaten pro Gepäckfach oder Deckungsfeuer und alle Raketenangriffe werden erweitert. Granaten benutzt er ja sowieso meistens nicht, dem habe ich ja die Nanofaserweste gegeben. Da können wir ruhig mal die Raketenangriffe erweitern.
Ist auf jeden Fall immer hilfreich. So, das war's dann auch schon. Dann haben wir noch die Frau Jensen, die ist noch 5 Tage verwundet. Gut, es geht noch. Und was haben wir denn gefunden? Sektoiden-Anführer-Autopsie, Drohnen-Autopsie. Aber es sind doch Drohnen, wie wollen wir sie denn autopsieren? Die können doch nur auseinanderflexen. Und die Hyperwellenkommunikation und eine Alien-Unterhaltung. Also es ist tatsächlich ein Unterhaltungsgerät. Sehr lustig. Ellerium, Alien-Legierung, haben wir wieder einen Haufen Waffenfragmente, auch Stasis-Tanks und Chirurgie, Energiequellen, Nahrung. Ah, das war so eklig aus, aber Nahrung, wer hätte es gedacht? Waffenfragmente. Ja, und ich hoffe auch, dass wir genug Waffen, Plasma, irgendwas gefunden haben, dass wir das vielleicht für uns dann nutzen können. Die Panik hat sich weltweit um 2 abgeschwächt. Yeah! Wir bleiben in Kontakt, Commander. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge mit einem Blick auf die Panikanzeige. Und da sieht es wieder relativ normal aus. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Satelliten dazu bringen und können eventuell noch ein klein wenig Zeug verkaufen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Also bis dahin. Tschüss.